Die Bibel, hast du schon mal reingeschaut? Spannend, was da steht von Menschen, die ganz auf Gott vertrauen. Abraham, der im Vertrauen auf Gott seine Heimat verlassen hat. Mose, der ein ganzes Volk aus der Gefangenschaft geführt hat. Und David, der von Gott inspiriert, wunderschöne Lieder geschrieben hat. Und nicht zuletzt Jesus. Seine Geschichte ist niedergeschrieben im Neuen Testament. Das hier ist die Bibel von meinem Großvater. Er hat sie aus der Gefangenschaft. Und man sieht, wie sie sein Leben begleitet hat. Auch ich habe meine Geschichte mit der Bibel. Und ein Lieblingsvers. Er steht im Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Durch die Bibel kann ich Gott besser verstehen. Deswegen lese ich auch in ihr. Und wer keine Bibel zu Hause hat, der kann das auch online machen. Oder die App herunterladen. Aktuell gibt es kostenlos die Luther 2017. Und ich kann auch ganz normal weiterhin in eine Buchhandlung gehen und mir die Bibel als Buch kaufen. Aber sag mal, gibt es eigentlich eine Geschichte, die dich in deinem Alltag begleitet?